mit der Pop-Art. Fustel knüpfte an Dada an und an Pop. Auch er setzte seine Bilder aus Elementen zusammen, die er im täglichen Leben vorfand. Fotos zum Beispiel, Zeitungsausschnitte. Fustel hat sich seine Bildthemen nicht selbst ausgedacht. Er fand sie in den Medien. Er benutzte bereits vielfach reproduzierte Bilder, um sie auf seine Art noch einmal zu reproduzieren. Wie in diesem Bild aus dem Jahr 1964. Titel: Wir waren so eine Art Museumsstück. Pop, aber auch Protest bestimmte die 60er Jahre. Und Fustel war als Bürgerschreck damals prominent. Vor allem wegen seiner Happenings, mit denen er selbst die Medien schockte. Ein Ereignis unter dem Titel Phänomene beanspruchte in Berlin die Aufmerksamkeit von kunstbeflissenen Allesverbrauchern. Der jugendliche Altmeister Wolf Fustel lud zum sogenannten Happening, auf Deutsch Geschehnis. Wir geben zu, dass wir die Bedeutung der Vorgänge nicht recht begriffen und zitieren daher aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Happening, das mobil gemachte Kind der Pop-Art. Der Amoklauf wird zur Kunst. Die Triebkraft sind Aversionen und Allergien gegen die Mechanismen der Welt. Die Happenings verstehen sich als zufällige, als improvisierte Ereignisse in einem monoton gewordenen Alltag, als Unerwartetes in einer von berechenbaren Erwartungen gelenkten Welt. Der Veranstalter Wolf Fustel sagte uns über sein Happening voller Selbstbewusstsein: Die Happenings sind eine Form von Bewusstseinstheater. In meiner Form der Happenings ist das Publikum aktiv mit einbezogen, ebenso die Realität. Zur Realität jener Jahre gehörte vor allem der Krieg in Vietnam. 1967 veranstaltete Wolf Fustel auf dem Schießstand in Köln ein Happening, das er Miss Vietnam nannte. Im Mittelpunkt stand eine Puppe, die ganz mit MG-Kugeln beklebt, auf die Schießanlage montiert war und hin und her geschossen wurde. 9 Monate später ging dann dieses Foto eines amerikanischen Kriegsberichterstatters durch die Presse. Ein Foto, das heute fast zu einem Symbol geworden ist für den Krieg in Vietnam. Ein Symbol für die Obszönität des Krieges schlechthin. Fustel vergrößerte die Aufnahme und reproduzierte mit Hilfe des Siebdruckverfahrens einen Ausschnitt davon auf die Leinwand. Auch das Foto der Schönheitskönigin wurde als Siebdruck auf die Leinwand übertragen. Das Prinzip der Décollage ist deutlich erkennbar. Wie anfangs bei den Plakaten manipulierte Fustel das Vorgegebene, übermalte es, verwischte es. Nur Details, die ihm wichtig sind, blieben unbearbeitet. Absicht dieser Methode ist es, zu provozieren und dadurch politisch aufzuklären. So taucht das Motiv von der Erschießung des Vietcong bei Fustel immer wieder auf in dieser Zeit. In diesem Bild zum Beispiel, ebenfalls aus dem Jahr 1968. Es hängt heute in Kiel. Zwei Schichten sind hier übereinander gesetzt. Vor die Leinwand ist eine Plexiglasscheibe montiert, die zum Teil auch bedruckt ist. In Kölner Privatbesitz befindet sich diese Arbeit, entstanden ebenfalls 1968. Krieg und Konsum werden hier miteinander in Verbindung gebracht. Das elende Sterben eines Einzelnen mit einer als Massenprodukt hergestellten Luxusware. Nicht umsonst versteht Fustel seine Arbeiten als Beispiele des sogenannten kapitalistischen Realismus. In München in der Galerie Van de Loo ist dieses Bild ausgestellt. Titel: So leben wir Abend für Abend vor dem Fernsehschirm. Es besteht wiederum aus zwei Schichten, der Leinwand und davor einer Plexiglasscheibe, auf der ebenfalls ein Siebdruck ist. Auch dieses Bild entstand 1968. Genau wie dies, das in Wien im Museum für moderne Kunst hängt. Variationen eines Themas, die Methode ist jedes Mal die gleiche.
Bei Fostel hat Kunst nichts mit Genuss zu tun. Er versteht sich als ein Künstler mit gesellschaftlicher Funktion. Im Idealfall, sagt er, sind meine Bilder Mahnungen, Drohungen, Proteste, Fragezeichen. Fostels Miss Amerika ist vor allem ein Dokument. Ein Dokument der späten 60er Jahre, in denen nicht nur Studenten, sondern auch Künstler revoltierten. And all of that can go on across the world, something else is going on. Mm-hmm. Painting downstairs here. I wanted to ask her something. And so we've been through a few of these, and one time I went up to one and I said, because this lady was being very emotionless, you know. So I told Florence,